Es gibt ein neues Maschendraht-Dekorationspaket. In diesem Set enthalten sind insgesamt 10 neue Objekte, darunter 3 Wände, 2 Tore bzw. eine Tür und ein Tor und 5 verschiedene Deckenbauteile. Die Mod ist wieder wie das Amphibienpaket von Luca2951 und der Link zu der Mod ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Finden könnt ihr die neuen Bauteile hier unter den Dekorationen und dann hier bei den Industriesachen. Da müsst ihr ein bisschen runterscrollen und erkennen könnt ihr die hier an diesem Symbol. Da haben wir hier als allererstes mal eine ganz normale Wand. Sieht wirklich schön aus. Ich mag die schwarze Optik sehr. Und so ein Maschendrahtzaun fehlt halt wirklich noch im Spiel. Ist halt cool, da kann man dann von außen reingucken und dann auch kleinere Dinosaurier aus nächster Nähe begutachten. Das Gute ist ja, der Zaun ist relativ hoch, aber relativ schmal, deswegen kann man den gut verwenden. Weil wenn man zum Beispiel das ein bisschen niedriger braucht, kann man das ja meistens einfach in den Boden versenken. Dann hat man es niedriger. Es gibt auch noch hier eine zweite Mauer. Die ist oben so abgeschrägt. Die kann man dann auch einfach so benutzen oder halt hier noch ein Dach drauf machen. Das geht auch. Und die sind auch alle in der gleichen Höhe, also die kann man auch miteinander kombinieren, das ist gar kein Problem. Ich glaube, man sieht jetzt schon ganz gut, wie viel Variation man hier reinbringen kann, obwohl das eigentlich nur 2 Bauteile sind. Allein schon dadurch, dass man die halt drehen kann und die Höhe und sowas verändern kann. Dann haben wir auch noch hier diese 2 verschiedene Tore. Das ist einmal eine normale Tür. Auch hier perfekt an die Zaunhöhe angepasst. Und dann haben wir auch nochmal ein Schleusentor. Das öffnet sich aber leider nicht. Aber das Gute ist, man kann da unten durchgehen. Also wenn ich jetzt in der Besucherperspektive bin, dann kann man hier einfach unten durchgehen und reinlaufen. Das heißt, man könnte selbst dann begehbare Gehege machen, auch wenn man leider diesen Effekt von den öffnenden Türen nicht hat. Aber das finde ich halb so wild. Hauptsache, man hat halt die Möglichkeit, da überhaupt irgendwie reinzukommen. Ich mag auch hier wieder ganz gerne die Optik, dass hier so ein Holzgriff ist und ja allgemein, dass es halt so schwarz alles gehalten ist. Ist schon echt hoch, wenn man hier vorsteht. Und jetzt kommen wir nochmal zu den verschiedenen Dächern. Hier, wo dieses Race dran steht, da ist es halt so ein bisschen angeschrägt. Das ist jetzt viereckig, das könnte man dann einfach mit solchen Wänden zusammenbasteln. 4 Stück ist es breit. Und ihr seht ja, wie gut das sich hier verarbeiten lässt, die Sachen. Ich kann ja wirklich ruckzuck ein Gehege bauen. Dann mache ich hier noch eine Tür rein. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz gerade. Aber das können wir gleich fixen. Zumindest einigermaßen. Ich mache es jetzt nicht perfekt. Weil es ja nur zum Zeigen ist. Ist auch ein sehr cooles Dach. Finde ich gut, dass das so angeschrägt ist. Aber wir haben noch weitere Dächer, nämlich einmal so ein abgerundetes. Oh, das passt hier sogar fast perfekt drauf, auf das, was ich gebaut habe. Das ist dann natürlich auch perfekt für so runde Käfige. Und da kann man hier auch wieder einfach die Mauern runterziehen. Und dann hat man so eine richtig schöne Decke. Hätte ich in meinem letzten Parkbauprojekt echt gut gebrauchen können. Aber ich denke mal, die Bauteile werde ich auch häufig in meinem aktuellen Parkbauprojekt verwenden. Außerdem haben wir noch ein 4x4 Dach. Das ist dann so groß wie das hier. Das Schrägdach nur in flach. Ja, 4x4 heißt wahrscheinlich einfach, dass hier 4x diese Wände hinpassen und hier auch. Dadurch ist es halt 4x4 breit. Und das Ganze haben wir auch noch als halb so große Variante, ein 2x2 Dach. Und dann haben wir sogar noch so eine Schrägwand. Die habe ich gerade gar nicht gezeigt. Wir haben natürlich noch eine dritte Wand. Habe ich ganz vergessen. Die ist auch cool. Das ist halt, wenn man so eine richtige Schrägwand haben möchte. Da muss man dann wahrscheinlich sich auch so eine Decke hier schnappen. Und die dann rotieren, damit das passt. So, jetzt haben wir die richtige Rotation drin.
Aber das ist sogar ein bisschen zu lang, sehe ich gerade. Oh, ich bin ja komplett falsch. Ich hatte irgendwie gerade voll den falschen Blickwinkel drin anscheinend. Ja, jetzt bin ich richtig, ne? Ja. Okay. Aber ihr seht, ne, das ist ein bisschen zu lang. Da muss man dann wahrscheinlich die kürzere nehmen und die einfach aneinander platzieren. Und dann hat man hier perfekt die Schräge. Ich habe übrigens gerade ein Objekt bei den Dächern noch übersehen. Es gibt nämlich auch diese Runden hier, diese hier, in angeschrägt. Das heißt, da hat man dann auch so ein kleines Spitzdach. Und jetzt habe ich die neuen Elemente auch nochmal ganz schnell in einem kurzen Speedbild ausprobiert. Ist jetzt nichts super Spektakuläres geworden, aber ich glaube, man konnte damit ganz gut sehen, wie schnell man richtig schöne Gehege hier bauen kann damit. Und vor allem auch die Dinosaurierkäfige gefallen mir richtig gut. Solche Bauteile hatten wir ja vorher gar nicht. Ich werde jetzt hier nochmal ganz schnell irgendwas reinbringen. Den vielleicht, den Lystro. Ja, ich werde der Microceratops. Tuss. Ne, so heißt der. Microceratops. Genau. Der wäre besser, weil der neu ist. Ich platziere jetzt einfach mal ein paar. Und da kann man sich hier schön vor das Gitter stellen und die beobachten. Hier kann man dann auch reinfliegen. Gut, jetzt hier ist ein bisschen viel hohes Gras drin. Die kann man nicht so gut erkennen. Da ist eine, oder? Wie klein die sind. Na, ist aber cool. Also macht wirklich Spaß, damit Gehege zu bauen. Ich habe auch noch mal hier ein paar Screenshots von dem Mod-Ersteller. Da sind auch wirklich ein paar sehr coole Ideen bei. Falls ihr die Mod auch mal ausprobieren wollt, findet ihr die, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.